Thank you.
Servus, grüß dich. Da ist ein Weidler, heute mal wieder auf dem Wasser unterwegs. Und ich bin jetzt wieder, wie ihr seht, beim Auto zurück. Ich bin jetzt ein paar Stunden rumgepaddelt. Ich wollte nämlich auf eine schöne Insel fahren und da ein kleines Lagerbau mit einem kleinen Tabspanner, mir eine Kleinigkeit, ja, einen Tee machen und euch ein bisschen was erzählen über mein Kajak. Das war jetzt schon 2 Jahre nutzt ungefähr. Und ich möchte jetzt einmal so eine Art Resümee, ein Fazit abgeben über dieses Kajak und euch einmal ein bisschen erklären, was das für ein Kajak ist, was für Maße das hat. Soweit ich das alles ein bisschen im Kopf habe, kann ich das jetzt machen, weil die Anfrageflut gegenüber diesem Kajak, was ich hier habe, diesen Olivenkajak, ist wirklich brutal. Echt, das ist die letzten 2 Jahre massiv gewesen. Also das war echt, echt richtig fei. Ja, jetzt schaut es so aus. Ich war da drüben, habt ihr gesehen, auf einer Insel, was super. Wirklich, ist ein kleines Lagerfeuerstell dort, was perfekt, hätte vielleicht sogar ein kleines Feuerazent. Aber das Problem ist einfach, dahinter sind kleine Wasserfälle und ihr dürft mich absolut nicht hören. Ich habe kein Lavaliermikrofon nicht oben. Von dem her dürft ihr mich überhaupt nicht verstehen. Der Ausschlag, der Pegel war schon so hoch, dass ich das einfach nicht mache, weil das wäre Arbeit umsonst gewesen jetzt. Von dem her bin ich zurückgefahren, mache das hier, bauen wir jetzt hier eine Kleinigkeit auf und dann dürft ihr sagen, erzähle ich ein bisschen was. Ja, ihr seht, sie haben jetzt hier ein bisschen was aufgebaut. Wunderbar, wirklich war ein Hintergrund. Leichtes Rauschen haben wir vom Wasserfall da hinten, weil da sind überall Wasserfälle drauf. Echt super. Ungefähr in 1,5 Kilometer ist der Berufsfischer hint, der Fischereimeister und so. Ich glaube, die machen da Erzählung hint, keine Ahnung, da sind da die ganzen Fische raus. Ich glaube, die dann sogar Elektrofischen, ich habe sie ganz genau gesehen, die sind bei den Azuren gleich weg wieder. Und ja, cool, richtig geil. Ich bin zwar jetzt nicht auf dem Platz, wo ich eigentlich hin wollte, aber wir haben es auch hier gemütlich gemacht. Ich habe mir jetzt kein Tab gespannt, weil es ist wirklich warm hier draußen. Also für mich voll richtig angenehm und es regnet nicht. Ich schaue da nicht nach Regen aus. Schaut stabil aus, bewölkt und stabil. Richtig cool. Und da kann ich euch das Ganze jetzt hier ein bisschen genauer erklären. So viel gibt es ja nicht zum Song dazu, aber ich möchte einfach für die Leute, die Interesse haben an so einem Kajak, ein paar Worte sagen, weil ich einfach schon so unheimlich viele Mails gekriegt habe. Und dass wir ein bisschen ein Waldfeeling reinbringen, haben wir ein bisschen was mitgenommen heute. Ein bisschen Hagebutten, Ingwer und Fichtennadeln habe ich hier. Dazu eine schöne Zitrone und einen Apfel. Die würde ich jetzt hier nebenbei machen, nur dass ihr es wisst. Weil ich einfach, ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich nicht viel finde hier, aber habe mich voll getäuscht. Hier überall Hagebutten. Und ja, Fichten und so, da haben wir auch weiter hinten noch finden. Jetzt da gerade nicht, aber weiter hinten auch. Aber ist egal, ich habe es mitgenommen, weil er mir ja öfter, ja, wenn ich im Büro sitze, mir auch so einen Tee koche. Was Wasser rein, ein paar Minuten ziehen lassen. Wunderbar, dass ihr euch ans Herz legen, macht es gerade jetzt in der Erkältungszeit und mit diesem Covid-19 haut euch Vitamine rein von der Natur. Und dazu, jetzt starten wir mal mit dem Kajak. Ja, der Tee kocht, beziehungsweise zirkt schon, hat
Gehen wir ein bisschen rüber. Hört es mir wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich glaube, ich muss mir jetzt echt einmal so ein Mikrofon kaufen, so ein Lavaliermikrofon, dass mir ihr besser versteht. Das ist immer bei mir mit dem Ton. Ich habe ein sehr, sehr gutes Mikrofon drauf, weil sonst hat das eh gar nicht mehr gehen. Aber es ist immer sehr schwierig, das Ganze nachzubearbeiten. Ja, jetzt einmal vorerst einmal ein paar Worte zu diesem wunderbaren Kajak, was ich hier habe, was ich schon seit 2 Jahren nutze jetzt. Und zwar ist das vom Hersteller Pelikan, ist ein amerikanischer Hersteller mit Sitz, keine Ahnung wo, irgendwo, Kanada, Toronto, ich weiß nicht, schlagt es mir, ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Und es ist die Bezeichnung Getaway 116. Das Ganze ist ein Anglerkajak, also es ist ein Kajak, es ist kein Kanu, wie manche meinen, es ist ein Kajak. Und das Ganze ist konzipiert zum Angeln zum Fahren. Man kann eine kleine Touren fahren damit. Auf die ganzen Gründe und Erfahrungen gehe ich jetzt natürlich in dem Video ein bisschen genauer drauf ein, weil da kann ich ein bisschen was sagen dazu. Aber vorerst möchte ich euch jetzt einmal die Grundmaße sagen und so, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung kriegt, wie groß und so und wie schwer, was für Beladung, das werde ich jetzt kurz einmal erzählen. So, jetzt liegt es einmal vor euch da. Das ganze Kajak hat jetzt vom Bug bis zum Heck 3,50 Meter. Oder 3,51 Meter glaube ich sogar, aber 3,50 Meter ist an der breitesten Stelle hier. 71 cm, sehr, sehr geil, kann ich gleich erzählen, warum. Und hat ein Gewicht von 220 Kilo, das ist jetzt wirklich nicht schwer. Also es ist echt nicht schwer. Und ja, es hat eine Traglast von 159 Kilo. Also so knapp 160 Kilo kann man komplett beladen mit Fahrer und dann kann man auch relativ gut fahren damit. Also bei mir ist es so, ich habe 80 Kilo. Und habe dann meistens, wenn ich mehr unterwegs bin, zwischen 30 und 40 Kilo dabei. Oft, öfter einmal ein bisschen weniger wie heute, aber sprich, ich bin so bei 120, 110, 120 Kilo und da fahre ich das Teil auf der Donau echt schön, auch wenn Schiffe kommen und so. Es taucht nicht so weit ein, wirklich hervorragend. Kann ich mich nicht beschweren, fahre ich gut. Mit 150, 160 Kilo wird es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, aber ich denke, ist für das überhaupt kein Problem. Gut durchgezogen, sehr gut, das zeigt er immer noch traumhaft. Ja, noch zum Material, habe ich ganz vergessen, es ist ein Ram X, was das ja immer ist, weiß ich nicht, Polyethylen-Kajak und das zeichnet sich einfach aus von einer hohen Dichte her und von einer guten Schlagkräftigkeit, wenn man sagt. Also ich bin schon oft sauber auf die Steine aufgeknallt, das verformt sich kurz, geht sofort wieder in die Ausgangsposition. Auch beim Spanner, wenn ich es oben ein bisschen festspanne, kein Problem nicht. Man soll es nicht übertreiben, sonst zieht es sich irgendwo, das weiß ich schon. Aber da ist wirklich von der Steifigkeit her, von der Verwindbarkeit echt toll. Also es ist wirklich sehr, sehr stabil. Dieses Kajak, dieses Fischerkajak hat hier zwei Luken. Also kleine Futterluken, wo man ein bisschen was verstauen kann. Die werden wir uns jetzt kurz einmal anschauen. Wir haben ja Feldflaschen einhalten, die kennt jeder, dass man die Verhältnisse sieht. Es passt ein bisschen was ein. Man kann es gut verschließen, aber man muss dazu sagen, es ist definitiv nicht wasserdicht. Da geht es sofort nass rein. Nicht wie bei so einem Wanderkajak, wo so Hohlräume drin sind. Ja, Hohlräume, eigentlich schon die Schwimmkörper und Hohlräume. Das hat das nicht. Das war natürlich richtig cool, wenn hier abgeschlossen wird, aber das hat es nicht. Ist aber jetzt dann das große Problem, weil das Ganze mache ich in die Reisecke rein und stopfe es dann da unten rein. Da ist übrigens auch Styropor drin, auf jeder Seite, dass der Auftrieb da ist, falls es kentert. Und ich tue meine Drysacks immer so machen, dass wirklich viel Luft drin ist und stopfe es da rein. Dann habe ich einen zusätzlichen Auftrieb, wenn was passieren würde. Mir ist jetzt noch nicht umgekippt, also noch nicht direkt am tiefen Wasser, sondern nur beim Einstieg ist es umgekippt. Aber sonst noch nicht. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Luken an, dass ihr das einmal seht. Ja. Hier ist jetzt einmal die Heckluke hier hinten. Ihr seht es nur hier. Habe ich noch ein bisschen, ja, das ist eine Lenzpumpe. Die habe ich dabei, wenn man das Kajak kentert. Dann kann das auspumpen damit. Die funktioniert echt toll. Und ich habe es hier befestigt mit diesen ganzen, ja, Gummiseile mit Paracord kombiniert und ja, Expander. Das seht ihr aber sowieso dann noch jetzt ein bisschen näher, dann, was wir da drauf gebaut haben. Jetzt schauen wir uns erst einmal diese Luke an. Die wird gehalten mit so einem, ja, Gummizug quasi. Und hier, ja, ich habe ihn noch gar nicht ausgeräumt, seht ihr.
Ich wollte sogar baden gehen ein bisschen auf dieser Insel. Man sieht, es sind Unterhosen drin und alles. Also man sieht, es passt schon ein bisschen was rein. Ich habe jetzt hier diese Feldflasche. Also die passt wirklich schön rein. Man kann wahrscheinlich auch, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 5 halbe Bier rein da, denke ich mal, wenn man es dann so herlegt und 3 vorne. Und ja, das ist wirklich eigentlich eine coole Luke, taugt mir ganz gut. Da kann man wirklich das nötigste Ei da. Meistens habe ich einfach ein bisschen so Glorzeug drin. Dann macht man das Ganze wieder zu. Es ist auch gut verschlossen, aber es ist halt nicht wasserdicht. Und jetzt schauen wir uns die vorne noch schnell an. Ja, jetzt sind wir am vorderen Teil vom Kajak. Hier seht ihr, ist eine kleine Luke noch vorhanden. Und das hier ist einfach, ja, man kann entweder das Paddel drauf fixieren, quasi, wenn man dann kennt, dass es nicht davor schwimmt oder nicht untergeht. Bei mir ist dafür da, dass ich meine Kamera hier sauber sichern kann, dass man nicht abhaut. Ja, und jetzt schauen wir kurz einmal da rein. Machen wir genau wie hinten auf. Und man sieht, hier ist auch eine kleine Luke, die ist, glaube ich, ein bisschen tiefer wie hinten. Und der Feldflasche passt jetzt gerade noch so rein. Dann kann man zumachen. Oder halt auch einen Pouch, wenn man hier hat. So muss ich, passt jetzt da schön. Das ist mein Katadyn. Schmankatadyn, sage ich mal. Ja, sagt's was. Mein GSI-T-Kessel drin. Und ihr seht, der passt eigentlich wirklich schön rein. Das ist ganz cool. Man macht das Ganze wieder sauber zu mit zwei Fixierpunkten. Und dann ist das Ganze zu. Nicht wasserdicht, wie gesagt. Und so schaut das dann aus. Ihr seht es ja hier, ich habe ums ganze Kajak rum mir sicher eine Haken einer gemacht zu ösen, weil da waren sowieso Schrauben. Also es ist nicht durchbohrt, auf keinen Fall. Also das, die Wand überall schon vorgesehen, da geht es nicht nass durch. Und habe hier dann diese Gummiseile und vorne dann mit Paracor das Ganze ein bisschen abbunden, dass man da Ausrüstungsgegenstände durchfädeln kann. Habt ihr schon oft gesehen wahrscheinlich, wenn man Pfannen durch und Felle und Axt und so weiter und so fort. Und das habe ich ums ganze Boot gemacht. Somit kann ich alles aber schön fixieren und mittransportieren. Gerade wenn man kennt, sollte man da schauen, dass wirklich alles dran bleibt. Und ja. Ja, jetzt noch ganz kurz einmal ein bisschen was zum, da erfahren, was da so ist. Ihr seht, hier ist diese Seriennummer mit eingestanzt hier und aufklebt. Da ist normalerweise dieses Pelikan-Typenschild drüber und, oder Firmenlogo quasi. Habe ich runtergemacht, hat mir nicht gefallen und es schaut so aus. Hier seht ihr vorne auf der linken Seite vom Fahrer her gesehen, ist hier ein verstellbarer, ja, Routenhalter. Da kann man, den habe ich leider nicht dabei jetzt, da kann man dann einstecken und kann man seine Angelrute hier einstecken und hat auch eine ziemlich hohe Last. Also das bricht jetzt nicht aus oder so, der ganze Routenhalter ist schon ausgelegt dafür, dass man auch Karpfen rausziehen kann oder halt auch Waller oder so. Fragt es mich aber jetzt nicht wie viel Kilo, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Also wahrscheinlich wirft Ende wahrscheinlich ein großer Fisch das Kajak um, bevor das da abbricht. Ist richtig cool, weil ich nutze das Ganze dann, der ist so hoch ungefähr, und ich nutze das Ganze dann immer mit Taschenlampe, dass ich eine Taschenlampe draufstecken kann. Und dann habe ich somit immer eine Taschenlampe, wo ich bewegen kann und kann auch in der Nacht öfter rumgucken. Und das ist richtig cool. Da hat er vorne einen und hinten hat er noch zwei Routenhalter. Die schauen wir uns jetzt auch kurz an. Ja, hinter dem Fahrersitz oder hinter dem Pilotensitz, wie auch immer, weiß ich nicht, wie man da jetzt sagt, sind hier links und rechts, ihr seht es hier, die gehen ein bisschen runter. Sind nochmal so Routenhalter, die haben unten offen, dass Wasser ablaufen kann, aber haben da mit so einem Gitter zu, also so grob, dass die Angelrute nicht durchfällt. Und somit kann man auch unter dem Fahren Schleppen fischen. Da kann man links und rechts eine aushängen, vorne eine. Richtig coole Sache. Ist natürlich in Deutschland immer schwierig, sowas zum Umsetzen, weil ja, da braucht man dann wieder bestimmte Karten und man muss Boot anmelden. Ich höre jetzt, fliegen ein paar Schwäne vorbei. Und ja, es ist insgesamt sehr schwierig bei uns, aber das Boot kommt ja aus Amerika, da ist das alles ein bisschen einfacher wie bei uns in, ja, Crazy Germany. Das Kajak hat hier im Heckbereich ganz hier hinten so ein Ventil, man kann das aufmachen, man kann es dann rausziehen. Geht aber ein bisschen streng, kann ich gleich sagen, aber es geht raus. Und somit kann man, wenn man es aufstellt, das komplette Wasser ablaufen lassen und man kann es richtig schön trocken machen. Ist eigentlich eine coole Sache, ich zeige euch das jetzt einmal in Nahaufnahme, dass ihr es seht und dann, wie es wirklich am tiefsten Punkt dahinter das gut macht. Habe ich schon einmal getestet, wie ich das Kajak geputzt habe.
war viel Wasser drin und habe es dann sauber durchspülen können, war dann auch schön trocken. Auch hier sieht man wieder, habe ich natürlich sehr viel so Gummiseile eingebaut und auch Paracord, dass ich wirklich viel ja, ans Kajak dran machen kann. Ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, falls man wirklich kentert und verhängt sich da drin, ist sehr schwierig. Deswegen habe ich immer, immer, wenn ich im Wasser bin, ein kleines Messer am Mann und auch am Kajak ist noch eins drin, dass ich immer wirklich, wenn es noch möglich ist, das abschneiden könnte. Normal verhängt man sie nicht, aber man muss für alles vorbereitet sein. Ja, bevor ihr mir jetzt reinsitzt, zeige ich euch noch ganz kurz einmal, das ist ein Stück dreckig, hier vorne, was wirklich mega wichtig ist, wenn ihr einen Kajak oder Kanu oder irgendwas kauft, sind diese Fußpedale hier vorne. Kauft euch bitte keins ohne diese Fußpedale, sonst wird es narrisch. Also da müsst ihr es wirklich gut kennen. Diese Fußpedale sind nicht nur da, dass man sie bequem einsetzen kann, man kann damit auch arbeiten, lenken. Mit den Füßen und mit dem Oberkörper in Verbindung kann man da wunderbar lenken. Es funktioniert sehr gut. Das Ganze ist, schauen wir uns jetzt eine Nahaufnahme an, ist, dass man hier das Ganze wirklich geil verstehen kann. Das ist wirklich mega. Jetzt haben wir hin, vorne, alle Richtungen. Das ist wirklich super. Genau. Sehr, sehr wichtig, sehr stabil, gibt nicht nach, gar nichts. Also man kann wirklich fest draufdrucken mit voller Gewalt und ist noch nicht abgebrochen, gar nichts. Ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz den Stuhl an. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Stuhl. Also der Stuhl ist wirklich mega geil, bequem. Er ist integriert, war noch richtig cool, wenn man ein bisschen genauer einstellen kann. Aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Er ist wirklich für mich sehr, sehr bequem. Und jetzt sitze ich mal hier und erkläre euch das Ganze mal und schauen wir es uns ein bisschen näher an. Also man hört, wenn man schon einsteigt ins Kajak, es ist echt gute Qualität, es ist kein Müll, also definitiv nicht. Und man sitzt auch wirklich schön bequem, schön weit unten. Also ihr seht, wenn ich meine Füße ausstrecke, kann sie wirklich so einlegen. Diese Öffnung, das ist halt das Geile von einem Anglerkajak, weil diese Öffnung halt mega groß ist und man kann wirklich hier sehr gut einsteigen, arbeiten, gerade bei mir mit der Kamera erfahren, dieses ganze Equipment oder auch zum Angeln, wenn man was landen, einziehen mag, hat man echt Platz, eine Rinderfüße gemacht. Deswegen ist das auch ein bisschen breiter und somit für Anfänger perfekt geeignet, aber da komme ich noch darauf zurück jetzt dann. Und jetzt einmal kurz zum Stuhl. Wie gesagt, der ist da fest integriert, da wackelt nichts, gar nichts. Man kann diesen Stuhl hier anhand von diesen Zugurten einstellen. Ich habe mir sowieso ein bisschen zu weit hinten momentan, weil ich ein bisschen wirklich unterwegs war. So, und da ist auch noch nichts ausgerissen bis jetzt. Also kann ich mich nicht beschweren. Sitzt man wirklich sehr bequem. Dazu haben hier ganz kleine Ablagefächer. Ist jetzt nicht schlecht, gerade für einen Angler, wenn es ein bisschen da was, eine Blinker und so, und Schnur und Messer und ja, ein Gaff werden sie wahrscheinlich woanders haben zum Landen, aber kann man ein bisschen Equipment rein tun, sehr gut. Es ist ein kleiner Bierdosenhalter, da denken die Amerikaner dran, ist jetzt in Amerika gut, weil die trinken ja diese kleinen Dosen bloß, diese breiten, für uns mit der halben Bier, ja, ist ein bisschen blöder, aber man kann sie ja da vorne herbauen, weil wir brauchen ja sowieso zwei Bierwände, eins nehmen wir ja gar nicht mit, da fahren wir nicht los. Genau, und somit echt richtig cool der Stuhl und man kann es gut einstellen und ihr seht, man kann hier richtig dann auch mit den Füßen schön arbeiten und das Kajak in verschiedene Richtungen bewegen. Das haut wunderbar hin. Hier seht ihr, sind also Schnüre, die sind zum Beispiel jetzt dran, also mitgeliefert, wenn man es kauft. Da kann man dann sein Paddel befestigen hier. Cool. Also der Stuhl ist wirklich bequem. Das war ein bisschen blöd, das kann ich euch gleich sagen. Ihr werdet keinen Neoprenüberzug kriegen in dieser Größe. Also ich kriege keinen in Deutschland. Ich hätte eine Firma gefunden, da hätte glaube ich um die 270 Euro gekostet. War mir dann zu teuer. Dann hat mir meine Frau angenäht aus einem British Army Shelter Sheet, einem DPM-Tarn. Der war super passt, wo er kleine Luken hat zum Einsitzen. Und der passt, aber das Problem ist, dass diese Kante hier nicht, oder dieser Falz, nicht weit reingeht und somit ja, rutscht der immer ein bisschen drüber. Da waren jetzt gerade Spaziergänger bzw. Radfahrer, aber das stört jetzt nicht. Wie gesagt, genau, dieses British Army Shelter Sheet ist hier vom Stoff her sehr, ja, ihr wisst es selber, es rutscht halt und es rutscht sofort
drüber. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie anders befestigen kann, dass ich auch im Notfall, wenn ich kentert, dass ich auch rauskomme sofort, dass das runtergeht. Man kann es ja jetzt auch mit irgendwelchen Haken wirklich festmachen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, wenn ich in der Strömung dann drinnen komme, nicht mehr raus, ist ja scheiße. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal langsam zum Fazit vor dem Ganzen. Das ist natürlich das Interessante für euch und da will ich noch ein paar Worte sagen jetzt. Ja, ich will das Kajak einmal aufstellen, dass es einmal seht, wenn es neben mir steht, wie die Maße sind, dass man es ein bisschen besser vorstellen kann. Das ist immer ein bisschen blöd im Video, weiß ich, aber ich stelle es jetzt einmal auf, dann seht ihr es einmal. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Fazit von der ganzen Geschichte. Was ist ich davon halt eigentlich? Wenn Produktdaten könnt ihr euch holen, gibt es bei Google ein Pelikan Getaway 116. Dann wird es das auch finden. In Deutschland wird es nicht kriegen. Also ich habe es noch nirgends gesehen in Deutschland. In Amerika ist fast überall ausverkauft. Die sind natürlich, glaube ich, von 2006 mittlerweile. Ziemlich alt, von dem her wird es nicht mehr kriegen. Ich habe riesen Glück gehabt, dass ich es Gebrauch gekriegt habe. Und habe einen anständigen Preis gezahlt. Da ist zweimal gefahren worden damit. Es war wie neu mit einem Paddel dazu und Schwimmwesten. Okay, die haben wir die noch gekauft dazu, weil ja taktische braucht, klar. Und habe gezahlt damals, glaube 380 Euro. Das war fast, oder waren doch 380 Euro. War echt ein wahnsinniger Preis, weil das Ding kostet in Amerika, wenn man es jetzt noch kauft, habe ich gesehen in den Handel, um die 1600 Dollar. Also sprich, knapp 1400, 1350 oder irgend sowas Euro. Und gebraucht kriegst du dieses Getaway 116 nirgends. Also ich finde es nicht, ich schaue immer wieder mal nach, weil es mich interessiert, aber da habe ich echt richtig Glück gehabt, weil ich wollte unbedingt Olives Kajak und das habe ich auch gekriegt. Ich habe früher Tannnetz drauf gehabt, wisst ihr, habe ich runter da, weil ich mich einfach ein paar Mal verhängt habe, gerade an Ufernähe mit Ästen und so, war mir echt mit dem Tannnetz ein bisschen, ja, suspekt und hätte es mir beinahe rausgeschmissen, aber von dem her habe ich es runter gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, würde ich sagen, gehen wir zurück zum Fazit. Also, ich kann jetzt sagen, für Einsteiger das Nonplusultra Kajak, wirklich einfach zum Fahren, 3,50 Meter lang ist nicht schwierig, es ist sehr breit, liegt extrem stabil im Wasser. Gerade für Anfänger super, auch für mich war das perfekt, dass ich ein bisschen reinkomme. Jetzt könnte man ein bisschen ein schnelleres kaufen, ein schmaleres. Muss ich aber nicht, weil ich einfach sehr zufrieden bin mit denen. Es hat ein paar negative Sachen, da komme ich gleich darauf zurück. Aber wie gesagt, für Anfänger oder für Fischer perfekt. Für Bushcrafter, wie wir mir haben, so kleine Touren fahren mit Feigebäck, auch richtig cool, reicht aus. Also das ist wirklich cool. Ich bin sowieso jemand, der irgendwo in die Altwasser mal anfährt, schaut sich da die Tierwelt ein wenig an, Natur, lässt sich einfach treiben stundenlang. Also ich mag sowieso nicht Strecke schaffen. Weil da haben wir jetzt beim Punkt, wenn man Strecke schaffen mag oder Fluss wandern mag, vergisst es. Kauft sich ja nicht das Teil, weil da wird es nämlich dumm und dämlich, wird es arm, da wird es verrückt. Ich bin verrückt worden, ich meine, ich bin blöd schon, weil das Ding einfach nicht wirklich einen gerade Auslauf hat. Der geht einigermaßen, das Ding zieht nach rechts, dann zieht es nach links. Egal, was für Rudertechnik anwendest, ich mache es wirklich alles super, mit so viel Leid in Verbindung gesetzt. Es liegt wirklich einfach an der Länge von 3,50 Meter und das wird eigentlich ein Anglerkajak ist und kein Wanderkajak. Wenn man jetzt einmal eins fährt, das wo 4,50 Meter lang ist, ein Kanu oder ein Kajak, das läuft wirklich wie auf Schienen. Perfekt, das ist mit dem nicht der Fall. Du musst wirklich, wenn du jetzt längere Strecken fährst, über einen See oder so, musst du wahnsinnig arbeiten und immer dagegen lenken. Das macht keinen Spaß. Überhaupt nicht. Wenn man Gepäck dabei hat, ist es noch viel schlimmer. Wenn man es nicht richtig verstaut hat, dann ist es noch schlimmer. Also wie gesagt, wer Flusswandern mag, auf keinen Fall. Das Teil ist eigentlich nur für sich eine Tour, wie es ich mache. Also ich sage, okay, ich fahre jetzt einmal einen Tag irgendwo hin, nehme ein bisschen was mit, Buschbox, Tarp, fahre auf eine Insel oder irgendwo am Ufer und bleib da.
hau da meine 4, 5, 6 Kilometer runter, fahr wieder zurück. Da ist echt okay, mehr nicht. Also Hochwasser oder so mehr tauglich braucht man gar nicht reden, braucht man den sowieso nicht anfangen. Also bei mir wird es irgendwann so ausschauen, wie man das höchstwahrscheinlich gehalten. Vielleicht verkaufe ich es auch mal, weiß ich nicht. Und wie man dann ein bisschen so ein Wanderkajak kaufen, so ein Hochseekajak, also das, wo dann schon 4,50 Meter, 5 Meter lang ist. Aber die kaufen wir einfach aus dem Grund, weil mir diese Luken abgängen, wo ich wirklich meine Ausrüstung eilen kann. Und die ist dann fest da drin, aber im Kentern bleibt die da drin und fällt nicht raus. Ich habe alles abbunden immer, aber das ist einfach beschissen. Und wenn das da drin ist und es regnet auch mal, bin jetzt auf dem Weg nach Rumänien, sage ich einmal, über Donau runter, keine Ahnung, möchte ich auch mal machen, sowas, wenn ich mehr Zeit habe. Und da wird das einfach richtig, richtig cool. Ja, jetzt sind wir durch. Ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen ein bisschen helfen könnt damit, weil so viele Anfragen waren. Und ja, schaut mal, so Angler-Kajaks für Bushcrafter, nicht verkehrt. Persönlich darf ich euch raten, wenn ihr euch was kauft, kauft euch einen Kanadier, da werdet ihr am glücklichsten damit, denke ich mal. Und ein Stechpaddel dazu. Ich habe es jetzt gesehen, wie mit Oliver in Florida unterwegs war, mit den Sümpfen. Ist natürlich schon geil. Wir haben eine Kohlefaser gehabt. Ist natürlich, das läuft, da hast Platz drin, du kannst Ausrüstung einlegen, es ist schon geil, du kannst schlafen drin. Das ist natürlich auch richtig cool, weil du kannst dann im Wasser drin außen schlafen. Richtig cool, man kann da ein Dachel drüber bauen. Da hat man viel mehr Möglichkeiten wie mit so einem Kajak. Was aber auch wieder cool ist, weil man kann mit diesem Kajak auch mal kleine Wege fahren, so Altwasser einfach eine irgendwo da, was verzweigt ist, rumfahren, kein Problem. Das habe ich gesehen, wie ich da mit Oliver unterwegs war. War dann teilweise ein Problem, wenn wir es dann wieder wenden müssen haben, was gar nicht gegangen ist. Also wirklich war schwierig, ist mit sowas da sehr einfach. Ich habe es gesehen, auch wie mit dem Atze mal in dieser Klamm drin war, ist das wirklich cool. Also da läuft es eigentlich wirklich sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es fertig mit diesem Video. Und wir sehen wir uns bald wieder, weil ich richte mich jetzt gerade zusammen. Wenn ihr das Video seht, wir wahrscheinlich gerade noch im Wald sitzen und Lagerfeuer machen. Mit 5 Abonnenten bin ich da unterwegs. Da möchte ich übrigens auch filmen. Ich hoffe, es entsteht ein schönes Video draus, dass du ein bisschen teilhaben kannst, was wir da machen, wieder so ein Kurs. Weil den filme ich bloß einmal mit und die anderen paar Mal werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitfilmen. Okay, das Song. Schönen Sonntag, macht es gut und der Weitler sagt, pfiat euch, bleibt wieder anständig, macht keinen Blödsinn. Servus. Wieder so kreislig.